heute eine kurze Legung für dich. Und zwar eine Frage, eine Antwort. Und der heutige Frage ist... Ja. Wie sind deine Gefühle für den Seelenpartner? Ich hoffe, du kannst meine Schrift lesen. Konzentriere dich, wir lassen jetzt drei Karten springen. Wie sind deine Gefühle für ihn? Wie sind deine Gefühle für deinen Seelenpartner? Noch eine dritte Karte, genau. Oh, du hast hier total leidenschaftliche Gefühle. Ich habe auch das Gefühl, dass deine Gefühle, ja, also dass du halt auch so abhängig von ihm bist. Ja, dass da auch teilweise übertriebene Leidenschaft oder Eifersucht auch hier vorherrscht. Wie sind deine Gefühle? Deine Gefühle, du hast das Gefühl, du möchtest das in Gleichgewicht bringen. Du hast es, also das beschäftigt dich, dieses Gerechtigkeit, dass es nicht gleich eure Gefühle füreinander sind. Und also der Turm bedeutet auch, ja, dass es auch vielleicht eher sich von dir distanziert hat. Das könnte hier auch eine Rolle spielen und auch dieser Stillstand mit dem Gehängten. Und dadurch bist du jetzt selber so ein bisschen in Stillstand, in der Sackgasse geraten. Aber du bist noch hier in der Abhängigkeit von deinem Seelenpartner. Wenn ich dir da raushelfen kann, melde dich bei mir. Ich sage danke und bis bald.